Hallo liebe GamePro-Leser und willkommen bei Mercenaries. Ein Vertreter von Activision hat uns mit einer weit fortgeschrittenen PS2-Version des Actionspiels besucht und wir durften ein paar bewegte Bilder aufzeichnen. In Mercenaries spielt ihr einen von drei Söldnern, die sich im Nordkorea der nahen Zukunft etwas Kopfgeld verdienen möchten. Der kommunistische Staatsapparat des Landes wurde nämlich zerschlagen und nun befinden sich dessen führende Köpfe auf der Flucht. In dieser Mission spielen wir den schwedischen Sprengmeister, der auf der Suche nach einem nordkoreanischen Experten für Chemiewaffen ist. Der befindet sich in dieser Militärbasis, zu der wir uns auf die radikale Art Zugang verschaffen. Dazu benutzen wir ein bisschen Plastiksprengstoff und einen Fernzünder. Die Spielmechanik von Mercenaries erinnert stark an GTA. Ihr steuert eure Figur in der Verfolgerperspektive über weitläufige Landschaften ohne Ladezeiten. Ihr erfüllt Aufträge wie diesen hier, wobei es mehrere Lösungswege gibt. Ihr könnt zum Beispiel zu Fuß kämpfen, aber auch in praktisch jedes Fahrzeug einsteigen. Die Steuerung geht dabei ähnlich gut von der Hand wie beim großen Vorbild von Rockstar. Da wir beim Einbruch in die Basis ordentlich Krach gemacht haben, stoßen wir auf heftigen Widerstand. Deshalb schalten wir zuerst die Alarmsirene und dann unsere Widersacher aus. Ein automatisches Zielsystem gibt es bei Mercenaries nicht. Ihr bewegt das Fadenkreuz mit dem rechten Analogstick. Jetzt schalten wir einen Flugabwehrpanzer aus, damit wir später Unterstützung aus der Luft anfordern können. Dabei kommt wieder das gute C4 zum Einsatz. Die Entwickler von Mercenaries arbeiten mit der Havoc Engine, damit Autos und Kisten nach Explosionen physikalisch korrekt durch die Gegend fliegen. Neben Fahrzeugen für den Einsatz am Boden gibt es in Mercenaries auch Helikopter. Hier haben wir uns einen geschnappt und schalten mit ihm aus der Luft ein weiteres Geschütz aus. Jetzt sind wir wieder am Boden und haben uns zur Fabrik für chemische Waffen durchgekämpft. Diese muss zerstört werden, die Geschosse des Panzers sind jedoch zu schwach. Deshalb steigen wir aus und fordern die angekündigte Luftunterstützung an. Zuerst wählen wir mit einer Schultertaste eine besonders schlagkräftige Bombe aus. Dann markieren wir das Gebäude mit dem Laser. Einfach eine Zeit lang draufhalten und der Rest geht von alleine. Der Chemiker macht sich jedoch an anderer Stelle aus dem Staub und deshalb nehmen wir die Verfolgung mit unserem Panzer auf. Mit Hilfe der Minikarte rechts oben haben wir den Chemiker gefunden und stoppen seine Flucht. Damit ist dieser Auftrag beendet, Mercenaries hat aber noch weit mehr zu bieten. Über 50 Hauptmissionen und zahlreiche Nebenaufgaben sollen für Langzeitmotivation sorgen. Uns hat Mercenaries gut gefallen und wir sind sicher, dass es eines der Action-Highlights des nächsten Jahres werden kann.